Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu der nächsten Episode bzw. zu der ersten Episode der Serie Giggs kehrt zurück oder ja, Giggs Comeback, wie wir sie auch immer nennen. Ich denke, wir nennen sie Giggs kehrt zurück. Und ja, es ist im Prinzip eine Weiterführung der Ligentour. Wir machen jetzt in der BPL weiter. Im Hintergrund seht ihr schon das Starter-Team. Wir machen jetzt hier noch schnell Ryan Giggs rein. Und ja, da sehen wir nochmal, hier seht ihr nochmal ganz kurz vielleicht auch die Geschichte erstmal und ich gehe dann später nochmal auf die Werte ein. Auf jeden Fall ist die Abstimmung, ja, relativ eindeutig ausgelaufen. Es war jetzt nicht allzu knapp, aber es war jetzt auch nicht so eindeutig. Ich denke, ich habe sie euch eben nochmal eingeblendet oder ich blende sie euch jetzt nochmal ein. Ja, Giggs hatte, glaube ich, 32 Stimmen und Figo hatte, glaube ich, danach 12 Stimmen und dann ging es immer so weiter runter. Die waren dann alle sehr nah gestaffelt. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat Giggs deutlich gewonnen und ich wusste persönlich auch nicht, dass er 900 Spiele für Man U gemacht hat und dass er nicht einmal gewechselt ist. Das wusste ich persönlich nicht. Das habe ich jetzt erst dadurch erfahren und dann ist er natürlich der perfekte Mann für die Barclays Premier League Tour. Keine Frage, er ist der perfekte Mann dafür. Ich meine, 900 Spiele nur in der Premier League, nur für einen Verein. Ryan Giggs, ein einfach mal sehr vereinstreuer Spieler, habt ihr, denke ich mal, auch vielleicht schon gelesen da. Ja, auf jeden Fall habe ich auch das Old Trafford aktiviert und die Man U Trikots. Dazu hat er die Nummer 11 natürlich, wie auch in Real Life, er hat sie auch gehabt. Und dann können wir nochmal ganz kurz auf das Starterteam eingehen, bevor wir dann auch schon in die erste Partie gehen. Auf jeden Fall haben wir im Tor Dale Ive oder Eve, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Dann haben wir in der Innenverteidigung Regan Poole. Als Linksverteidiger José Ángel Esmori Tarzende oder Angelino kurz. Dann haben wir als rechten Innenverteidiger Alex Davy. Als Rechtsverteidiger haben wir Julio Pleguezuelo. Geiler Name auf jeden Fall. Der rechte ZM ist Rein Adelet oder Jeff Rein Adelet. Ja, ein Franzose von Arsenal. In der zentralen ZM-Position haben wir den geilsten Typen überhaupt, den mit dem besten Afro. Hamza Shuturi, der ist glaube ich sogar ausgeliehen, aber ist ja egal. Ja, auf jeden Fall Shuturi. Dann haben wir daneben Jack Barnaby von ebenfalls Leicester, die sind beide von Leicester hier. Dann haben wir auf der rechten Stürmerposition haben wir Duncan Watmore. Ja, solider Spieler. Und dann als Stürmer haben wir Jamal Lotza, den Jamaikaner. Ja, und als linken Stürmer haben wir natürlich den Star dieser, ja, Ligentour diesmal, dieser BPL-Tour, Ryan Giggs, ja. Also ich werde es ungefähr so machen diesmal, ich werde ein bisschen mehr upgraden, beziehungsweise ein bisschen, ja, häufiger upgraden. Wir werden es so machen, dass wir pro Tor 2 Upgrades bekommen, dann pro Vorlage ein Upgrade, pro Sieg bekommen wir ein Upgrade und eine Push-Karte und pro Rage-Rit bekommen wir nochmal ein Upgrade dazu. Also das heißt, wenn einer jetzt in der 60. Minute Rage-Rit, wir führen 3-0, dann kriegen wir, ja, durch den Sieg und durch den Rage Quit schon mal 2 Upgrades und eine Push-Karte. Ja, ich denke, so ist es sehr eindeutig. Aber ich möchte vielleicht noch eine andere Liga schaffen, deswegen auch so schnell. Aber ich denke, mit Ryan Giggs könnte das sogar sehr schnell passieren, weil der hat echt geile Werte. Hier lädt jetzt nochmal 90 Pace, der ist richtig schnell. 88 Dribbling, 78 Schuss, 87 Passen und 67 Physis. Ich habe ein, zwei kleine Probleme vielleicht mit Giggs und zwar hat er nur 3 Sterne Skills und 2 Sterne Weakfoot. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil, muss ich ganz ehrlich sagen, aber man kann noch mitleben, würde ich auch behaupten. Es ist noch in Ordnung, ja, aber das Ding ist, er hat auch keinen so krassen Abschluss. Er hat einen guten Abschluss, keine Frage, 78 glaube ich, genauso wie er 78 Longshots hat. Aber so besonders ist das jetzt nicht, aber dafür hat er richtig geile Freischüsse und er kann Elfmeter schießen, das konnte Bierhoff zum Beispiel nicht. Dazu ist er schnell und kann dribbeln, also was will man mehr. Vorlagen wird er auf jeden Fall, denke ich mal, geben und ja, so viel dazu. Ich habe auch einen neuen Torzähler, ihr werdet ihn gleich noch sehen, beziehungsweise Tor-Upgrade und Vorlagenzähler wieder mal. Den hat Tim mir zusammengebaut dann, also bin ich mal gespannt. Ich weiß ihn selber noch nicht, also ich kenne ihn selber noch nicht. Tim baut ihn mir noch zusammen gerade. Ich nehme das jetzt ein bisschen früher auf. Und ja, deswegen, also bin ich auch mal gespannt, wie der aussehen wird. Aber ich denke, wenn Tim da am Werk ist bei Photoshop, der hat da richtig gute Skills drauf. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch einfach mal gleich in die erste Partie. Und dann starten wir auch schon in die Gegnersuche rein direkt. Wie ihr auch schon mitbekommen habt, machen wir das heute mit Facecam und alles live erstmal in der ersten Episode. Tim hat mir nahegelegt, das mal zu versuchen. Er macht es ja auch bei Monopoly mittlerweile. Und ja, also ich möchte mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ihr könnt mir auch reinschreiben, nein, wir wollen es lieber live nachkommentiert haben oder lieber live, so wie jetzt.
Müsst mir denn nur sagen, dann mache ich das auch in Zukunft so. Ich gucke einfach mal, wie es heute so läuft. Und ja, dann sehen wir es, denke ich mal, auch. Ja, ich hole euch dann, wenn wir den Gegner gefunden haben, wieder rein. So, Leute, nach 8 Minuten Gegnersuche, 8 Minuten, habe ich endlich einen gefunden. Ich habe davor 5-mal den gleichen gefunden. Der ist 5-mal rausgegangen. Einmal hat er ewig bei den Trikots rumgespielt und ist dann rausgegangen. Jetzt habe ich erstmal eine Goldbank gemacht. Da habe ich den Typen halt immer gefunden. Und jetzt habe ich eine Silberbank gemacht. Da habe ich den Typen gefunden. Ist mir lieber, als gar keinen zu finden. Mal gucken, wie lange der drinnen bleibt. Mal gucken, wie wir hier spielen gegen ihn. Aber ich denke, das sollte eigentlich gut laufen für uns. Dann gucken wir einfach gleich mal, wo Giggs ist. Der hat nämlich gleich den Anstoß gemacht. Und der macht erstmal einen Fake-Shot. Dann machen wir hier gleich mal zu Beginn ein paar Faxen und verlieren den Ball. Und Giggs läuft in den freien Raum rein, wie sich das gehört. Und er macht ihn rein. Jawohl, das war relativ easy. Der Gegner hat mich da im Mittelfeld gar nicht attackiert. Konnte ich halt laufen und dann ist er auch drin, wenn Giggs da so frei steht. Ja, hier nochmal das Tor. Es war einfach viel zu easy. Defensive war eigentlich gar nicht vorhanden vom Gegner. Gut, der hat auch keine Chemie da. Naja. Was soll's, wir führen direkt mal 1-0. Ryan Giggs kann gleich im ersten Spiel mal sein Tor machen. Wunderschön auf jeden Fall. Giggs läuft über außen und bringt die Flanke und da kommt unser Stürmer nicht richtig zum Kopfball, aber wir bleiben am Ball und können nicht vorbeigehen. Aber wir holen einen Freistoß raus. Und das, denke ich mal, aus guter Position, ja, und den schießen wir nicht mit unserem Linksverteidiger. Den schießen wir mit dem Star unserer Serie und das ist Ryan Giggs. Bam, Mann, so geht das. Wunderschön, Ryan Giggs haut den natürlich rein, 2-0 hier. Sehr gut, ja, 2-0 nach 18 Minuten. Ja, wunderschön reingehauen hat er den. Perfekt, besser geht's nicht, da hat der Keeper keine Chance. Ja, läuft auf jeden Fall. Ryan Giggs 2-0, so kann es weitergehen. Und ich würde sagen, es geht nicht großartig weiter, weil wir sagen Bye-Bye zu unserem ersten Gegner. Ja, auf jeden Fall läuft das schon mal. Wir haben jetzt im ersten Spiel gleich mal 2 Tore gemacht. Das heißt 4 Upgrades und dazu ein Rage Quit und ein Sieg. Das heißt 6 Upgrades gleich mal am Anfang schon. Alter, das geht ganz schön schnell, fällt mir gerade auf. Und eine Pushkarte. Ja, ich werde dann einfach mal gleich schon die Spieler holen. Und da sind wir auch schon wieder bei unserem Team angelangt. Im Tor holen wir uns als Upgrade John Stone, den seltenen Torhüter von ManU. 1,94 groß, hat auch noch 72 Reflex, also einen guten Wert da. Und an sich geht der, denke ich mal, auch in Ordnung. Als Innenverteidiger holen wir uns Joe Gomez, der hat richtig geile Werte. Guckt euch das an, 77 Pace als Innenverteidiger, 66 Defending, 65 Physis und er ist 1,85 groß. Richtig geil, hat aber auch 3K, 4K gekostet, also das ist auch eigentlich ganz schön teuer für einen Bronzespieler, aber ich habe ihn mir jetzt einfach für dieses eine Mal gekauft. Ich denke, das geht schon klar. Als Rechtsverteidiger holen wir uns Mason Holgate oder Hoolgate. Ich glaube Holgate. Ja, auch von Everton diesmal. Ja, mittelhoch Arbeitsraten, 1,81 groß, 71 Pace und solide Werte auf der rechten Seite der Karte. Ich denke, das geht klar. Should Hurry lasse ich erstmal im Team. Da habe ich mir nämlich 2 ZMs noch abgegradet und zwar auf der einen Seite Palmer. Nein, nicht True Terry. Casey Palmer, der sieht richtig stark aus eigentlich, mit einem guten Dribbling und einem guten Tempo, einem akzeptablen Pass und Schusswert, geht das nicht mal klar. Und daneben dann noch Boga, der ist auch solide, würde ich behaupten. Ja, gehen, denke ich mal, beide klar. Und dann eigentlich mit einem der besten Upgrades, denke ich mal, haben wir da Kivomja. Richtig geil, 93 Pace hat der Junge. Ja, das ist auch das Einzige, was er hat. Eigentlich ist er auch vom Rating her schlechter, hat nur 2 Sterne Skills, aber er hat Pace. Reicht doch, oder? Sehe ich genauso. Und ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns den nächsten Gegner. Und da haben wir auch den nächsten Gegner schon gefunden. Doncaster, er hat auch kaum Chemie. Er hat aber eine Leihlegende da vorne drin und ansonsten auch ein Starter-Team eigentlich. Ja, ich kann nichts dagegen machen. Ich kriege nur so eine Gegner gefunden und andere, die quitten dann auch direkt, wenn ich eine bessere Bank mache. Die hauen dann direkt ab, wenn sie lesen, dass da Giggs drin ist. Deswegen, na, muss ich mich jetzt erstmal mit so einen Gegnern zufrieden geben, die wahrscheinlich sehr schnell quitten werden. Also ich werde wahrscheinlich wieder nur ein oder zwei Tore machen können und dann wird er gleich abhauen. Damit wird die erste Folge auch nicht allzu lang gehen, aber naja, hoffen wir einfach mal, dass der Gegner nicht allzu schnell quittet. Vielleicht haut er uns hier auch gleich mal einen rein, aber Giggs macht das da sehr stark. Der Pass war dann vielleicht nicht allzu gut, aber Johnstone hält den.
Klar, aber gute Verteidigungsaktion da von Giggs an der Stelle. Ja, gucken wir einfach mal, wann wir die nächste Aktion hier haben, die gefährlich wird. Und Kiwomia legt ihn rüber auf Giggs. Oh mein Gott, ach Gott, das war echt schlecht von mir, aber gemacht eigentlich. Von Giggs vielleicht auch ein bisschen, aber naja, ich hätte ihn besser schießen müssen eigentlich. Ich hätte ihn auch eigentlich mit Kiwomia alleine schon machen können, aber naja, was soll's. Ist ja nicht ganz so schlimm. Ich denke mal, wir werden hier noch zu einigen Chancen kommen. Der Gegner ist jetzt nicht allzu gut, der labert auch. Also ich habe den hier, ich habe meinen Fernseher ganz leise an, ansonsten habe ich den Ton eigentlich ausgestellt. Deshalb, also den habe ich jetzt leicht gehört. Ich hoffe, der quittet jetzt nicht, also es wäre richtig bitter. Dann kriegen wir zwar trotzdem zwei Upgrades, aber trotzdem wäre es scheiße, finde ich. Und deswegen macht er hier aber zum Glück weiter und wir, pass auf, ich lasse euch jetzt live drin und ich möchte jetzt hier was reißen. Komm, Giggs auf Kiwomia. Kiwomia zurück auf Giggs und Giggs weiter auf Casey Palmer. Palmer auf Lotza. Lotza auf wieder Giggs oder auf Kiwomia. Och mein Gott. Also dem passt, naja. Ja, war echt bitter. Ach, was drückt ihr denn hier Pause, bitte? Hör doch mal auf. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir die nächste Situation haben. Ryan Giggs ist am Start und haut den rein. Jawohl, so geht das. Ich habe jetzt nicht groß reinkommentiert, weil ich mir nicht sicher war, ob daraus was entsteht. Aber es hat geklappt. Wir haben damit das 1:0 erzielt. Hier, Lotza bleibt da irgendwie am Ball, macht da richtig komisch. Aber Giggs haut den locker rein, also hat er keine Probleme. Unsere Legende, naja, was soll er auch anders machen? Wunderschön auf jeden Fall. Ryan Giggs hier am Start mit seiner Nummer 11 haut er uns das 1:0 rein. Wir haben jetzt hier einen Freistoß bekommen und den könnten wir mal versuchen, mal aufs Tor zu bringen. Und das machen wir einfach mal. Giggs bringt den aufs Tor! Jawohl! 2:0, Ryan Giggs. Wieder mal ein Freistoß ist das 2:0. Wunderschön auf jeden Fall. So eine gute Flugbahn. Gut, das war jetzt endlich ein Torwartfehler, keine Frage, aber trotzdem. Sowas nutzt man natürlich auch gerne mal aus. Was heißt ausnutzen? Dafür kann ich ja nichts gegen machen. Also Giggs macht auf jeden Fall das 2:0 durch einen Freistoß wieder. Wie gerade eben auch schon. Und ja, läuft auf jeden Fall. Zwei Sterne Weakfoot interessieren unseren Ryan Giggs natürlich auch nicht. Er haut den mit rechts ins rechte Eck rein. Wunderschön wieder mal. Ja, 3:0. Ich denke, das Spiel ist schon längst entschieden. Hier sieht man es nochmal. Schön die Schusstäuschung schon gemacht und dann haut er den mit rechts da locker rein. Ryan Giggs. Ja. Ist einfach Ryan Giggs, würde ich sagen. Ja. Kiwomia holt sich den Ball da wieder. Kiwomia! 4:0. Ja, wir können natürlich auch Tore ohne Giggs schießen, ist klar. Und ohne Upgrades zu bekommen leider, aber ist ja jetzt nicht so schlimm, denke ich mal. Kiwomia macht da auf jeden Fall das Tor, würde ich sagen. Wunderschön. Wunderschön. Alle Tore von mir sind wunderschön, oder? Nee, aber ja, für ihn. Ich hätte es nicht erwartet, dass er den unbedingt reinschießt, weil, naja, Kiwomia und so, ne? Ja, haut dann rein, ne? Na, was soll ich da großartig sagen? Der spielt den da komisch hinten rum, da hau ich den einfach auf, wenn ich den bekomme mal. Aus dem Stand haut er den in den Winkel, gut. Ryan Giggs und so. Jetzt haben wir schon allein 8 Upgrades durch die Tore hier. Das heißt, wir fangen jetzt doch schon mit Silber an. Ja, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich diese Upgrades wieder runterschrauben soll. Und dann ab der nächsten Episode nur ein Upgrade pro Tor nehme. Weil das ist dann anscheinend doch ganz schön viel hier. Naja, was soll's. ...6:0. Ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich versucht, Rabona-Tor zu machen, aber ich kriege das noch nicht so genau hin. Hier oder an sich irgendein schönes Tor zu machen. Trickschuss und so, aber hat er nicht gemacht. 6:0 würde ich sagen. Ryan Giggs haut ein paar Tore raus. Ja. Shuttery macht das 7:0. Ja. Keine Ahnung, was ich dann noch sagen soll. Also zu dem Spiel kann man nicht so viel sagen, denke ich mal.
Der Gegner kann halt gar nicht und das irgendwann ist aber auch langweilig. Ich glaube, ich mache jetzt einfach nichts weiter und dann ist gut. Okay, ja, der Gegner freut sich gerade richtig. Keine Ahnung. Ich wollte irgendwie versuchen, diesen komischen Schuss zu machen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, diesen, ne? Dass der so fancy Fake Shot ist, glaube ich. Weiß aber nicht genau, ob das der ist. Jedenfalls wollte ich den machen, den im Stand und ja, den hat er dann halt nicht gemacht und dann hat er eigentlich erst Pech gehabt und dann aber noch Glück gehabt, dass er heute da reingeht. Gut, jetzt hat er seinen Ehrentreffer. Ich habe jetzt halt die ganze Zeit einfach nur so hier die Pässe hinten rumgespielt und ein paar Faxen gemacht. Ja. Ist also nichts Besonderes eigentlich. Und da ist das Spiel auch vorbei, Leute. Wir gewinnen 7 zu 1, haben 6 Upgrade, ne, 6 Tore mit Gigs, ne, 7, 6, 5 Tore, ne? 5, ja, 5. 5 Tore mit Gigs gemacht, das heißt 10 Upgrades dafür und dann ein Upgrade für den Sieg. Plus eigentlich eine Push-Karte, aber ich verzichte jetzt einfach immer auf die. Obwohl, ne. Ich mache in der nächsten Episode 2 Push-Karten drauf und dann hat sich die Sache auch. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier 10 11 Upgrades nach dem Spiel. Relativ übertrieben. Also ich denke, ich werde ab der nächsten Folge immer nur ein Upgrade pro Tor machen. Das ist sonst echt zu krass. Hier sehen wir es nochmal. Ja, dass wir da ganz klar überlegen waren, denke ich mal. Keine Frage, der Typ konnte gar nicht. Hier die Pässe. Ich habe am Ende nur noch Pässe hinten rumgespielt, sieht man nochmal. Richtig krass da. Aber naja, ich hole euch dann gleich bei den Upgrades nochmal rein. So Leute, da sind wir auch schon wieder bei den Upgrades. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich, weil es zum Beispiel nur einen Linksverteidiger für 4000 oder 5000 Münzen gab, der Bronze war und selten, den ich gekauft habe, sondern mir gedacht habe, überspringst du einfach. Das heißt, ich nehme jetzt für den Linksverteidiger zwei Upgrade-Punkte und grade ihn direkt auf. Ja, ich denke, ihr wisst es schon, Silber Non-Rare Up und da haben wir uns Nathan Ake geholt oder Ake von, ja, Watford. Das ehemalige Chelsea-Talent ist ja vielleicht immer noch ein Talent, aber mittlerweile ausgeliehen an Watford. Beim Innenverteidiger habe ich das gleiche gemacht, da habe ich mir Cathcart geholt. Craig Cathcart. Ja, 1,88 groß und sehr gute Defending-Werte, das denke ich mal ganz nice da hinten. Und dann habe ich für Schutthurry ebenfalls einen geholt und zwar ja, Jordan Mudge. Auch richtig gute Werte eigentlich. Fast alle über 70, nur das Defending ist nicht ganz so gut, aber dafür ist er auch noch 1,88 groß. Also ein geiler ZM eigentlich. Dann habe ich noch für den Sturm Riviera, warte. Riviera, denke ich mal, geholt. Von Newcastle. Ja, auch relativ solide Werte, denke ich mal, für einen Stürmer seines Formats. In dem Fall geht das klar. Das wären dann 2, 4, 6, 8 Upgrade-Punkte. Ja. Und dann habe ich für den Rechtsverteidigerposition, habe ich mir für einen Upgrade-Punkt Martina geholt. Cuco Martina. Auf dem ZM-Posten habe ich mir James geholt. Ja, Matty James. Und ich glaube, dann habe ich vergessen, mir irgendwie einen zu holen. Also hole ich euch gleich nochmal wieder, wenn ich mir das nächste oder das letzte Upgrade in dem Fall geholt habe. Das letzte Upgrade wird dann im Tor vollzogen sein oder vollzogen werden. Und da holen wir uns da Rudd für die Torhüter-Position. Declan Rudd. 1,91 groß und zwei geile Werte mit die 70, die 70 überschreiten. Ja, auf jeden Fall so. Und ich würde sagen, das Team sieht jetzt schon relativ weit fortgeschritten aus. Wie gesagt, auf der nächsten Episode werde ich wieder nur eins Upgrade pro Tor machen, weil Giggs ist einfach mal richtig eskaliert in 2 Spielen 7 Tore. Es lag vielleicht auch an den Gegnern, aber ist nun mal so und ich kann es nicht ändern. Jetzt haben wir es so gemacht und ich denke, es ist auch für den Anfang in Ordnung. Jedes Mal kann man failen, ist ja nicht so schlimm. Ab der nächsten Episode wird es dann so sein, dass wir noch ein Upgrade pro Tor machen. Und ja, ich würde dann sagen, Leute, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, euch hat die erste Folge mit Gigs gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, haut es rein, schreibt mir auch in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungen habt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann, haut rein.